Obwohl hier an dieser Stelle, weil es jetzt hier so ein bisschen laggy ist, ich war jetzt eigentlich, wenn ich sage, bemerkt man es kaum. Aber diese Stelle, muss ich sagen, laggt wirklich normalerweise auch so ohne Aufnahme. Deswegen jetzt mit Aufnahme ist das noch mehr hardcore, als es normalerweise ist. Guten Morgen. Man sieht die mehr oder weniger verbackten Türsounds, die ein bisschen länger sind als die eigentliche Türbewegung. Aber ich muss das noch anpassen. Falls jemand von euch eine Ahnung hat, wie ich die Geschwindigkeit richtig anpasse, dann schreibt das mir mal bitte, weil ich habe so eine Vermutung, wie ich das mache. Ich habe mich auch schon ein bisschen erkundet. Hier ist rot. Bei denen, wie man so mit den, wie die Skripts so sind, aber da weiß ich echt nicht, wie, was ich machen muss, weil ich habe im OmsiForum schon gefunden, irgendwas zum NL202, aber das hat mir auch nicht unbedingt weitergeholfen, aber wäre mal cool, wenn ihr euch mal bemüht, damit ich das hinkriege. Falls es jemanden jetzt unbedingt interessiert, oh, wo hast du denn die Spiegel her? Die du da nutzt, dann sage ich, ja, guckt mal auf unserem Channel oder meinem Channel. Eigentlich unser Channel, aber ich sag's jetzt einfach mal mein. Nach unter der Playlist Mod Reviews oder Mods oder irgendwie so oder Tutorials. Da müsste drin stehen Spacing Mirror oder so für eine Line City und das sind die nämlich. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst zur Installation und so. So, der kommt ran. So, dann fahren wir gleich weiter. Und hier bin ich das einmal, als ich eine Linie gefahren bin, reingefahren, weil ich einfach nicht drauf geachtet habe, sondern nur auf die Pfeile. Und ich wundere mich, warum bin ich denn jetzt auf dem Betrieb so? Und habe ich erstmal gewundert, wird denn jetzt kaputt? Aber ich hoffe, ich rede nicht zu leise, ey. Das wäre jetzt die Katastrophe. Das ist eine hinüber seine Aufnahme. Geh mal runter. Geh mal runter, geh mal runter. Juhu. Hallo. Na, dann komm mal ran. Komm mal ran auf den Meter. Mann, wo haben Sie denn Alter, Scheiße. Erschreckt mich doch nicht so. Es ist schon abends. Ihr habt doch nicht mal alle Tassen im Schrank. Soll ich noch einen Unfall bauen? Ey, so schlimm war das, glaube ich, noch nie, oder? Ich muss mir echt einen Vorsatz nehmen. Nie wieder Aufnahmen um diese Uhrzeit zu machen. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade hier Lichthupe mache, einfach nur so. Entgegenkommende Autos blenden. So, wo müssen wir lang? Steinach geradeaus. Na klar. Uferpark Uniklinik. Tja, die wollen einsteigen, ich rate sie nicht. Guten Morgen. Guten Morgen. So. Meine Fresse. Lauft ein bisschen schneller oder kommt auf einen Meter. Hallo. Hallo. Alter, wie viele denn noch? Und ein Kollege mit einem SD202. Ist eigentlich auch jetzt hier die längste Linie, ne? Keine Ahnung, wo hier ein Fahrplan. Ach so, ja, der Fahrplan ist ja hier. Ich würde sagen. Keine Ahnung, wo hier ein Fahrplan hängt. Wir sind jetzt an Uniklinik, Uferpark, das heißt ja noch ungefähr die Hälfte der Strecke. Ich denke mal, ich mache eine halbe Stunde Aufnahme. Obwohl jetzt zwei Folgen sind es ja dann nur. Weiß nicht. Wie lange habe ich denn bis jetzt immer aufgenommen? Ich glaube, wir fahren von hier aus nach... Ich weiß gar nicht, gibt es da überhaupt eine Route von Steinach nach Uniklinik oder so? Ich glaube ja nicht. Dann fahren wir jetzt von hier aus nach Steinach und dann platzieren wir uns mal um und dann fahren wir von der Uniklinik nochmal nach schön Dingsterbumster. Und meine Katze meldet sich. Juhu. So, ich bin mal kurz AFK. Bis gleich.
Hallo. Hallo. Oh Mann, ey, das war jetzt echt lange. Hoffentlich haben wir jetzt nicht irgendwelche Verspätungen. So, gleich mal wieder rausfahren. Uah. Ich glaube, ich mache eine halbe Stunde und dann reicht das erstmal. Ich bin sowieso geistig nicht mehr richtig da. Sorry, dass ich gerade hier kurz weggehen musste. Das war wichtig. Meine Katze wollte raus. Ey, der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Chorgesang. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Nö, hab ich auch nichts dagegen. Wenn Sie was dagegen haben, fahren Sie mit dem Auto. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gegen die Berge hier fahre. Wir müssen eigentlich noch ein bisschen Platz haben. Ich finde es auch cool, dass Kramas jetzt hier wieder das VDV-Lenkrad eingebaut hat und nicht das Line City-Lenkrad, also dieses MAN-Lenkrad. Weil es war schon ein bisschen unrealistisch mit dem VDV. Oh, meine Güte, da wird einem ja schlecht, sagen Sie mal. Gibt's ja nicht. Oh, meine Güte, da wird einem ja schlecht, sagen Sie mal. Gibt's ja nicht. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Man sollte erstmal zu Ende reden, bevor man nochmal den gleichen Satz anfängt. Oder wie sehe ich das? Wie sehe ich das? Ja, total gut, TV. Nee, wie seht ihr das? Wollte ich fragen. Ah, wieder einen Schluck trinken. Ich bin auch nur am Saufen die ganze Zeit. Auch privat. Nur am Alkohol trinken. Das war total gut. Der beste Spruch des Tages. Was gibt's denn noch so zu labern, was jetzt in den letzten Tagen so gewesen ist? Da war ja auch in ich weiß gar nicht in welchem Land das war, schlag mich tot, in irgendeinem Land auf der Welt, zumindest in Europa glaube ich, war ja diese eine Diskothek, die da irgendwie angefangen hat zu brennen, weil da irgendwelche Pyrotechnik hochgegangen ist, zumindest falsch hochgegangen ist. Boah, Alter, das ist 40 Zone, der fährt 40 in der 80 Zone. Nee, da ist ja diese eine, vielleicht habt ihr es ja gehört, ist ja diese eine Disco in Brand gegangen und die Türsteher haben nicht rausgedacht, weil die gedacht haben, die würden versuchen abzuhauen, ohne zu bezahlen. Tja, ich frag mich, Alter, was für eine Depp ist das? Naja, auf jeden Fall eigentlich total behindert, weil wir tun nur die Angehörigen leid, die da umgekommen sind. Aber ganz ehrlich, die Türsteher haben die nicht rausgelassen, da kommst du, keine Ahnung, angelaufen und brüllst, ja, das brennt hier drin und alles, ne? Und die sagen, ja, du kommst hier nicht raus. Nicht, du kommst hier nicht rein, sondern du kommst hier nicht raus. Ist ja auch erstmal verarscht für den Schimmer vor, ihr werdet da eingefangen und die Typen lassen euch nicht raus. Bisschen bescheuert, würde ich sagen. Aber ich habe echt irgendwie die Vermutung, ich lache zu leise, ganz ehrlich. Ich hatte jetzt übel Schiss, dass hinterher eine Aufnahme über leise ist und ich darf die normal machen. Ja, wollen wir dann nochmal 300 Meter weiter vorne? Dann können wir uns sparen. Sind wir mal so sozial. Oh, nein, das wird nicht reichen. Ich versuch's mal. Es wird auf jeden nicht reichen, oder? Oder? Ah, das wird aber arg eng. Komm schon. Schaffst du. Nein, schaffst du nicht. Na, einmal Rückwärtsgang. Und wieder vorwärts. Olympiapark Nord. Nee, Süd. Oder? Genau. Ja, doch, Süd. Thank you.
sind wir denn hier richtig mal noch mit dem Ibis? Na klar. Hallo. Von Land City des Ibis, das geht ja mal, oder von der Kasse hier. Hallo. Geht ja mal relativ schnell. Können Sie die Heizung bitte anmachen? Nein, aber ich kann es versuchen. Obwohl, ja komm, fahr mal. Jetzt sind wir mal nicht so fies. So, volle Heizpower. Zumindest glaube ich, dass es so ist. Ich will jetzt hier nicht da einen auf Angeber machen. Ihr müsst so und so die Heizung entstellen, damit das und das passiert. Weil ich kenne mich selber nicht aus mit der Heizung hier vom Land City und ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ich glaube, hier sollten wir... Ich glaube, hier hätten wir rumgemüsst, oder? Oder gemusst, meine ich, Entschuldigung. Oder? Nee, keine Ahnung. Nee, doch nicht. Wollte schon sagen. Jetzt lassen wir uns berauschen von der wunderschönen Heizung in diesem Bus. Können wir mal gucken, wie warm. 16,2. Fährt aber schlecht. Ja, Mann, sie strengen doch sowieso wahrscheinlich gleich aus. So, tschüss. Dann will die alte wieder vorne rein, oder wie? Was ist das denn? Lol, hier hinten ist das von da vorne. Ja, von das hier hinten ist da vorne. Das da vorne ist hier hinten plötzlich. Ach so. Und die Knöpfe sind silber. Ich glaube, das Repaint ist noch nicht für diese Version vom Line City ausgelegt. Mir kommt das nur so in den Sinn, aber... Hat ja auch niemand gesagt, nein. Allein schon die Kasse sieht hier schon so merksam... Ach man, ich bin hier schon wieder total am wirres Zeug reden. Schon die Kasse sieht total seltsam aus. So sagt man das nun mal. Ja. Humorvoll. Einfach alles nur humorvoll. Ach, jetzt ist hier ja diese eine schöne Stelle, wo ich bis jetzt noch keinen Unfall gebaut habe, aber dann bin ich mit dem Ofen der 5 gefahren. Oh, sogar mit dem Lenzi, die keiner. So, kommen Sie ran auf den Meter. Hallo. Sie, alter Peter. Ups, ja, toll. In Nieling gehen 3 Sekunden. Da wollte jemand einsteigen. Ach, da komm. Kannst du mit dem nächsten fahren? Oder der wollte gar nicht einsteigen, keine Ahnung. So, das war jetzt hier Olympiapark. Wir fahren mal ohne in die andere Richtung zu gucken. Was wahrscheinlich keinen Unfall geben wird. Naja, gut, egal. So, wir waren jetzt Olympiapark. Olympiapark Busbahnhof. Das heißt noch 1, 2, 3, 4, bla. Ja, noch so 4, 5 Haltestellen irgendwie so. Juhu. Machen wir es ja gleich. Und dann denke ich mal, reicht das erstmal. Ich werde jetzt auch hier nicht noch eine halbe Stunde da sitzen und noch weiter aufnehmen, weil. Ich bin langsam ziemlich müde. Und deswegen fahre ich auch so bemitleidenswert. Ich war noch kacke, dass die Sounds hier so ein bisschen verzögert sind. Das stört mich überhaupt. Ich muss unbedingt die Sounds anpassen. Deswegen sagt, die Türgeschwindigkeit. Sagt mir unbedingt, wie ich die Türgeschwindigkeit richtig kriege. Ich habe ja, davor war ja der Sound aufgeteilt im Skript von dem Sound, dass einmal das ganz normale Türgeräusch und dann einmal Türschlagen und dann war das Türschlagen früher, als der Sound vorbei war und dann, vorbei war, Entschuldigung, und dann hat sich das überkomisch angehört, dann war die Tür zu und man hat immer noch das Zischen von der Tür gehört, wie sie eigentlich zugeht. Also Quatsch, also die Tür hat gezischt, also wie sie hier sich anhört nun mal, ne? Dieses, ne? So, und das war bei dieser ganz normalen Einstellung so, dass die Tür zuging und dann dieses Türenknallen kam, als der Sound noch lief und das hat sich einfach daneben angehört. Deswegen habe ich nochmal den Sound, also habe ich das Türenknallen rausgenommen. Den Sound nochmal komplett als eigenständiger Sound zusammengemacht und jetzt warte ich halt drauf, dass ich das irgendwie die Türgeschwindigkeit hinkriege.